Du möchtest mehr aus dir herausholen, dann solltest du jetzt auf jeden Fall mal deine Öhrchen spitzen. Viele Männer schöpfen einfach nicht ihr komplettes Potenzial aus. Dabei könnten sie viel, viel mehr aus sich herausholen. Und das ist unfassbar schade. Und heute spreche ich über ein paar grundlegende Dinge, damit du genau das schaffst. Einfach ein bisschen mehr aus dir herausholst. Und das direktikus. Was für ein Typ bist du? Dass du ein geiler Typ bist, darüber brauchen wir nicht sprechen, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. Ich meine was anderes. Bist du eher der Frühlingstyp oder der Sommertyp oder vielleicht auch der Herbsttyp oder doch eher der Wintertyp? Du weißt das nicht? Mein Freund, dann solltest du das auf jeden Fall schleunigst nachholen, denn das ist unfassbar wichtig. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil wenn du weißt, was für ein Typ du bist, dann weißt du auch ganz genau, welche Farben dir schmeicheln und welche Farben zu dir und deinem Typen passen. Kurzes Beispiel, du bist zum Beispiel eher der Herbsttyp und hast von den Haaren her eher rötliche Haare und auch deine Haut ist eher rötlich und dann trägst du auch noch die Farbe Rot. Das wäre eher nicht so zu empfehlen. Da kannst du zum Beispiel besser, wenn du der Typ bist, eher warme, dunkle und gedeckte Kleidung tragen, weil die harmoniert viel besser mit diesem Typen. Übrigens, weitere grundlegende Guidelines, die du als smarter Gentleman auf jeden Fall kennen solltest, findest du im Men's Style Guide. Der Men's Style Guide ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und den solltest du auf jeden Fall mal auschecken. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book. Tipp Nummer 2, der Gesichtsformcheck. Viele Männer wissen einfach nicht, was für eine Gesichtsform sie haben. Ist sie eher rund, ist sie eher oval oder vielleicht doch eher eckig? Es ist einfach unfassbar wichtig zu wissen, welche Gesichtsform man hat, um einfach das Maximale aus sich herauszuholen. Zum Beispiel auch bei der Auswahl seiner Frisur. Da sollte man wissen, welche Gesichtsform man hat, damit man dementsprechend eine Frisur auswählt, die zu der Gesichtsform passt. Gleiches gilt zum Beispiel bei der Auswahl einer Brille. Da solltest du auch eine Brille auswählen, die deiner Gesichtsform schmeichelt. Falls du nicht weißt, welche Gesichtsform du hast, dann check auf jeden Fall mal dieses Video hier oben aus. Ich habe da erklärt, wie man herausfindet, welche Gesichtsform man hat. Immer wieder sehe ich Männer, die aufgrund des falschen Haarstylings ihre Frise komplett versauen und einfach klassenschlechter aussehen, obwohl sie viel, viel mehr aus ihrer Frisur herausholen können. Negativbeispiel, da ist zum Beispiel jemand, der hat schon sehr lichtes und sehr schüttes Haar. Und dieser jemand verwendet für sein Haarstyling Gel. Und was passiert dann? Dann kommt der Fakt, dass er sehr schüttes und sehr lichtes Haar hat, noch viel, viel mehr zur Geltung, weil man aufgrund des Wetlooks, den Gel erzeugt, einfach noch viel, viel mehr auf seine Kopfhaut draufschauen kann. Heißt, achte einfach auf das richtige und das beste Haarstyling für deine Haare. Denn mit dem richtigen Haarschnitt, mit dem richtigen Styling und mit dem richtigen Haarstyling-Produkt solltest du nämlich das Maximalste aus deiner Frisur herausholen. Und falls du dich irgendwie unsicher fühlst, frag beim nächsten Mal, wenn du ein Friseur bist, einfach deinen Friseur bzw. deinen Barbier, was du am besten machen kannst. Das trage ich schon immer so. Poloshirt und Jeans passt voll gut zu mir. Ja und jetzt? Möglicherweise passt ja andere Kleidung noch viel, viel besser zu dir. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Viele Männer tragen einfach immer die gleiche Kleidung und trauen sich nicht, was Neues auszuprobieren. Vermutlicherweise liegt das natürlich auch daran, dass viele Männer einfach unsicher sind und einfach nichts falsch machen wollen. Was du aber auf jeden Fall mal machen solltest, ist den Kanal zu abonnieren, denn ich versuche das Beste, um das Maximalste aus dir herauszuholen. Und ich kann dir eins auch bezüglich Klamotten schon mal sagen. Versuch einfach ein bisschen auszuprobieren. Versuch zum Beispiel mit verschiedenen Styles, mit verschiedenen Fits zu arbeiten und auch einfach mal dich was trauen. Weil umso mehr du probierst, ja, umso schneller kannst du auch deinen eigenen Style entwickeln. Heißt, probieren geht auch an dieser Stelle definitiv über studieren. Ich weiß, das fühlt sich dann vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch an, wenn man neue Kleidung trägt, die man sonst nicht so trägt, aber verschenk dieses Potenzial nicht und probier einfach diverse Klamotten einfach mal aus. Kurze Real-Life-Story. Vor kurzem kommt ein Handwerkerkollege bei mir vorbei und ich schaue ihn an und sage zu ihm, Digga, was ist denn mit dir passiert? Ist dein Rasierer kaputt oder was? Der sah aus wie ein Neandertaler. Der Bart komplett ungepflegt und ich habe mir gedacht, was ist da denn los? Und dann sagt er einfach Folgendes zu mir, ja du, ich rasiere mich alle 2-3 Wochen mal. Das reicht schon. Und was passiert? 3 Wochen später sehe ich ihn wieder, frisch rasiert und der Typ sieht einfach aus wie ein anderer Mensch. Stichwort Pflege. Liebe Männer da draußen, bitte setzt auf eine kontinuierliche und konstante Hygiene und Pflege. Und das meine ich nicht nur in puncto Rasieren, sondern grundsätzlich auch, wenn es um das Thema Hautpflege geht, auch wenn es um das Thema Mundhygiene geht oder Körperhygiene. Und Stichwort kontinuierlich und konstant, das ist an dieser Stelle fett geschrieben, denn es ist unfassbar wichtig, dass man das wirklich auf einer konstanten und kontinuierlichen Ebene macht. Es reicht halt einfach nicht aus, sich alle 3-4 Wochen mal zu
zu rasieren oder sich alle 6 bis 8 Wochen mal die Finger zu knipsen oder sich nur alle 3 Tage die Zähne zu putzen. Come on, das geht einfach nicht. Wenn ihr auf eine konstante und kontinuierliche Pflege und Hygiene setzt, dann holt ihr einfach direkt und vor allen Dingen auch langfristig wesentlich mehr aus euch heraus. Tut euch den Gefallen. Sprechen wir nochmal kurz über das Thema Kleidung. Leute, viele Männer tragen einfach Kleidung, die nicht passt. Die Hose sitzt nicht richtig, rutscht die ganze Zeit runter, das Hemd ist zu kurz oder das T-Shirt sieht aus wie ein Zelt. Leute, ich könnte zigtausend Beispiele jetzt aufführen, mache ich aber nicht, sondern schreibt euch einfach hinter die Ohren, dass gut sitzende Kleidung, dass der Fit der Kleidung einfach on point sein muss, dann habt ihr schon mal die halbe Miete. Und falls irgendein Kleidungsstück vielleicht nicht perfekt sitzen sollte, dann nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit eines Änderungsschneiders. Investiert 10, 20 Euro, dann sitzt das Kleidungsstück anschließend perfekt, ja, und du siehst nicht aus wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Next one, Thema Sport. Einige Männer lassen im Laufe der Zeit einfach ihr Sportprogramm so ein bisschen schleifen. Ja, manche werden älter, dann werden sie gemütlicher und einige sagen zum Beispiel, hey, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Arbeit, ich kann gar keinen Sport machen. Und was passiert? Der Ranzen, der wächst und der wächst. Leute, egal ob Ranzen oder Sixpack, völlig egal. Hauptsache, ihr macht regelmäßig Sport. Das ist unfassbar wichtig. Und Leute, die zum Beispiel sagen, die haben zu viel Arbeit und schaffen es einfach nicht, Sport zu machen, die sollten einfach mal ein bisschen umdenken. Denn wenn du dich fit hältst und sportlich aktiv wirst, dann steigerst du zum Beispiel deine Konzentrationsfähigkeit. Und somit bist du zum Beispiel effektiver und effizienter in deiner Arbeit und kannst möglicherweise sogar ein Stück weit mehr leisten. Und dabei ist es völlig egal, was für ein Sportprogramm du favorisierst. Ob du zum Beispiel gerne laufen gehst, ins Fitnessstudio gehst oder vielleicht Wasserski fährst oder vielleicht gerne in den Boxring steigst. Hauptsache, du betätigst dich sportlich, damit du einfach auch gesund, fit und aktiv bleibst und natürlich auch das Maximalste damit aus dir herausholst. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas inspirieren und ihr konntet euch aus diesem Video ein bisschen was herausziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf dem Weg zur besten Version von euch selber. Holt das Maximalste aus euch heraus, versucht immer ein Stück weit besser zu werden. Und wenn ihr auch nur jeden Tag nur ein kleines bisschen besser werdet, Leute, am Ende eurer Lebenszeit, seid ihr die beste Version, die ihr nur sein könnt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.